Ja, wenn wir schon in Mosbach City sind, können wir auch gleich in die Küstenhöhle gehen. Legen wir erstmal das Tarnhel ab. Lass mich durch, du Fotze! Eieiei. Diese Fotzen stellen sich immer in den Weg, ne? Einige von euch müssen das auch kennen, ne? Ich kenne das nicht, ich hab sowas noch nie gehabt, ne? Also, ja. Also gut, leg mal Tarnhel erst ab. Brauchen wir Stärke dafür? Ich glaube nicht. Nehmen wir mal Kamerupp mit. Nehmen wir mal Kamerupp mit. Alright, Meryl brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Versager! Ja, genau du, Meryl, du bist ein Versager. Ich wollte Nazuril, aber du bist nicht süß genug für ein Nazuril. Ich wette, deine Mutter war so fett, deswegen ist kein Azuri rausgekommen, sondern ein Meryl. Alter, bin ich jetzt vulgär, ey. So war ich ja noch nie in meinen Let's Plays. Ist euch das aufgefallen? Ups. Okay, wir gehen jetzt in die Küstenhöhle. Oh, okay, jetzt surfen wir Alter mit Zoompacks. Alter, mir ist schon wieder kalt. Das gibt's doch nicht. Die Küstenhöhle ist hier. Die solltet ihr lieber meiden, weil die halten sich gegenseitig die Hände und ja, das kann schon was heißen, ne? Okay, speichere ich erst einmal. Okay, und rein geht's. Das ist die Küstenhöhle. Ich könnte vorspulen, mache ich aber nicht, da wir zum ersten Mal in diesem Ort sind. Wobei doch die Pokémon-Level sind schwach. Ah, da ist ein alter Mann. Hast du vor, tiefer hineinzugehen? Willst du mir bitte Küstensalz und Küstenschalen bringen? Ich kann dir daraus etwas Wunderbares anfertigen. Ja, gerne doch. Das ist die gleiche Musik wie bei den Pyroberg. Ich hätte Schutz mitnehmen sollen. Habe ich vielleicht da was dabei? Mal schauen. Ja, Superschutz müsste reichen. Fürs Erste. Und da geht's hoch. Und da ist eine Höhle. Wir mal in die Höhle. Ja. Das war die Höhle, gehen wir wieder raus. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Eieiei. Ich bin jetzt so oft in der Küstenhöhle, muss ich zugeben. Ich bin da nur sehr gelegentlich, wenn ich mir einen Seemops fangen will. Eisheiler. Was ist das? Küstensalz. Das müssen wir sammeln. Ich glaube, wir haben eins übersehen. Was soll's? Und das ist eine Küstenschale, das Blaue da unten. Können wir aber noch nicht einsammeln. Warum, sage ich euch später. Ich mach mal lauter. Ah, ich liebe den Schutz. Okay, da geht's nicht weiter. Vielleicht kann man da ein verstecktes Item finden. Ja, habe jetzt aber keine Lust dazu, das zu finden. Hier ist ein Typ. Die eisige Kälte in dieser Gegend ist ein gewaltiges Hindernis beim Training. Aber wenn man sich konzentriert, kann man doch gewinnen. Mit der Fokusband kannst du dich besser konzentrieren und der Kälte widerstehen. Mist, ich habe keine Stärke dabei. Stärke braucht man dafür, glaube ich. Oder ich mach's erst, wenn ich's. Ich bring's ihm erst, wenn ich's. Okay, Quatsche, geblödes Gequatsche wieder. Und der Schutz funzt nicht mehr. Und der Schutz, und jetzt sind wir wieder hier. Wir sind im Kreis gelaufen, glaube. Ach, da ist was. Seemops! Die Vorentwicklung von Sejong.
die wir in der Top 4 bei der Frosina gesehen haben. Hier ist noch ein Küstensalz. Ja, und hier braucht man Stärke. Okay, ich habe das komplett vergessen. Nein, habe ich nicht. Wem bringen wir jetzt Stärke bei? Regentanz setzen wir eh nicht so oft ein. Vergiss mal Regentanz, dieses Display ist eh bald kurz vorm Ende. Also, Regentanz, ciao. Wir haben eh noch eine TMO bei, die haben wir schon eingesetzt bei Sumpex. Egal. So, Sumpex, jetzt bewege mal deine Muskeln und bewege diesen Felsen. Scheiße. So. Jetzt gehen wir mal nach unten. Und, ah, oh, kalt. Jetzt ist mir noch kälter. Ich glaube, ich ziehe meinen Pulli wieder an. Warte jetzt mal kurz. Hier bin ich wieder. Oh, okay. Jetzt, wo ich in der Kälte bin, ne? Ja, okay, weiter geht's. Boah, da waren super zu hören. Oh, scheiße. Und hier ist ein Seemops wieder Level 30. Auch hier kann man super trainieren, wenn man vom beim siebten Orden ist. Und kennst du diese Eisstellen? Für ein paar Pokémon Gamer unter euch müsstet ihr die Eisstellen super kennen. Die gibt's nämlich fast in jeder Edition, in jeder Generation, bis auf in Sinnoh, glaube ich. Ne, in Sinnoh gibt's die. Die gibt's nur in Kanto, nicht in. Aber sonst gibt's die in jeder Generation. Finde ich auch eine super Idee, diese Glatz, diese Eisflächen da. Super Idee von dem, der sie gemacht hat. Daumen hoch. Also nicht mein Video, sondern dem Typen da, der diese Idee hatte. Wie geht's denn da jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Also, tja. Ah, verstehe. Man muss da unten irgendwie landen. Wie kommt man da oben unten hin? Man muss so abrollen und so. Oh je, jetzt kann ich nur probieren. Okay, so, 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 so und so, okay. Wie geht's da jetzt lang? Hm, das scheint nicht richtig zu sein. Oder doch, ist es sogar hier, da, da, da. Ach, da unten hätte ich gar nichts machen müssen, aber egal. Und noch ein Pokémon. Es ist ein Golbat. Okay, wie. Und was ist das für ein Item? Es ist ganz kalt irgendwie. Es ist eingefroren. Es ist ein ewiges Eis. Verstärkt Eisattacken. Zubats sind langweilig. Ich glaube, ich stelle mir eine Top 10 von Pokémon, die ich am meisten hasse. Scheiße, scheiße. Okay, dann geht's jetzt nach oben. Hier geht's lang. Moment, ich muss nachdenken. Ach ja, so glaube ich. Dann so, dann so, dann so. Dann so. So, so und so. Jawohl. Und TM7, was ist das? Was ist TM7? Blizzard, glaube ich. Weil hier überall Eis ist. Man kennt auch Eisstrahl. Ne, Eisstrahl ist es nicht. Das haben wir im Schiffswrack gefunden. Hagelsturm, okay. Und hier gibt es noch ein besonderes Pokémon in der Küstenhöhle. Moment, ich. Mist, ich versuche jetzt euch das zu zeigen.
Also ich stopp mal kurz, ich glaube das dauert ein bisschen, bis dieses Pokémon auftaucht, bis gleich. Bei Pokémon nach der Aufnahme bin ich dieses Pokémon begegnet. Es heißt Schnäppke und ist die Vorentwicklung von Führen und Tor, das Fossina in der Top 4 eingesetzt hat. Ja. Kann man sich fangen, ist recht gutes Eis-Pokémon. Allerdings nicht. Allerdings ist es nichts, wenn es gegen meine Pokémon antritt, denn dieses Level ist, naja, kann man sich bei Musfach City fangen, ist auch gut für Dragan später, wenn man in der Liga ist, ja. Fangt euch, es lohnt sich, wenn ihr schon da seid in der Höhle. Ich mache das in dem Fall nicht, weil ich nicht auf ewig dieses Let's Play mache. Okay, gehen wir mal raus. Moment, haben wir die Küstenschalen alle schon? Wie viel brauchen wir? 5 oder 4? Küstensalz, okay. Wir haben noch nicht alles genau erforscht. Ich will jetzt auch nicht... Ich will auch da ungern jetzt da runterspringen. Da geht's hoch. Ah, da scheint was zu sein. Oder? Ne, da ist wieder die Brücke, da komm mal her. Da ist noch was. Jawohl, Küstensalz Nummer 3. Da. Scheiße. Okay. Oh, wo ist mein Charakter? Ja, da ist er. Keine Angst, Leute. Ich bin hier immer noch da. jetzt haben wir 4. Ich weiß nicht, kann man da noch ein 5. sammeln oder gibt's da nur 4 zum Sammeln? Ich verlasse mir jetzt mal drauf, dass man da 4 sammeln kann. Warte, wir haben da vorhin noch eins übersehen, wenn ich mich nicht irre. Ist das da vielleicht? Ah ne, okay, dann haben wir alles. Also gibt's da nur 4. Erinnert mich an meinen Speed Let's Play. Eigentlich erinnert mich alles an Speed Let's Play, wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe. Hallo, alter Mann! Und ist da noch was? Nee. Okay, 4-mal, okay. Was stärkt der? Jeder Tag ist ein guter Tag, die Zutaten zu finden. Das ist es. Wie kriegen wir jetzt das See? Wie heißt das See? Küstenschale, okay. Goldbart, du Störentried. Wie kriegen wir jetzt die Küstenschalen her? Ganz einfach. Wir warten. Denn diese Höhle hat eine Besonderheit. Und zwar war hier gerade Ebbe. In 6 Stunden wird hier Flut sein. Und da wird hier überall Wasser drumherum in der Höhle sein. Ja, dann sieht die Höhle anders aus. Baut sich anders. Da gibt es neue Möglichkeiten. Ja, und die Möglichkeiten, die seht ihr im nächsten Part von der Küstenhöhle. Bis gleich. Servus. Gute Nachricht, Leute! Die Küstenhöhle hat sich verändert! Also, wir können es doch machen! Jui! Anscheinend ändert sich das von der echten Zeit, also die echte Zeit, also mit Speed geht es anscheinend nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Küstenschalen sammeln. Obwohl, wir haben Schutz gekauft. Wie brauchen wir eigentlich für Latias? Ich gebe mal 5 Superschutz aus. Das wird, glaube ich... Ach so, wir haben 99. Na dann. Okay, verändern wir mal die Position. Okay. Da ist da was.
Ich bin angefallen. Ja, das bin ich. Okay. Und während derweil unsere Beeren wachsen, für unser Milotic erkunden wir die Höhle. Da. Zu schade. Was? Weh, wenn ich ein... Habe ich noch einen Scheißbrief? Gut. Das ist Küstenschale Nummer 1. Ist da was? Nee, aber da ist ein Item. Das wir wahrscheinlich nicht wieder einsammeln können. Egal, ich schmeiß jetzt dann das Elixier weg. Und da ist Küstenschale Nummer 2. Da. Ah, gehen wir da lang, sonst begegnen wir. Wobei wir im Schutz aktiv. Hatten aktiv, okay. Haben aktiv und weiter geht's. Und. Ja, Sonderbomben. Scheiß doch drauf. Nehmen wir mal das AP-Top. Und erhöhen Erdbeben aufs Maximum. Okay. Ich habe lang kein AP-Plus mehr eingesetzt. Ist daher eine historische Tat von mir gewesen, dass ich dieses AP-Top eingesetzt habe. Gib das mal. Nee. Das machen wir, wenn unser Barsch war. Ein Schönheitswert haben, damit wir uns Zeit sparen. Genau. Weil das braucht dann ein Level ab, wenn es den Schönheitswert hat. Die wievielte ist? Die dritte, glaube ich, oder? Ich schau mal schnell. Jawohl, die dritte. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Eine läppische Schale. Und dann können wir es tauschen gegen einen. Ah ja, da ist eine Höhle. Also, ich meine einen Gang, ne? Wir sind ja schon in der Höhle. Ah ja, da ist ein Item. Riesenperle und der Beutel ist voll. Alter, verpiss dich. Okay. Hoffentlich war es jetzt gut, dass ich da runtergesprungen bin. Andererfalls ist es scheiße, ne? Okay, surfen wir weiter. Dann sind wir wieder am Anfang. Echt super. Oh, zu weit. Oh, scheiße. Okay, dann setzen wir noch einen super Schutz ein. Da. Schade, dass man normale Items nicht auf Select legen kann. Aber wo ist denn da was? Geht's da weiter? Nee, da kommen wir zum Ausgang. Hier geht's weiter. Aber waren wir da nicht schon? Nö. Okay, die letzte Küstenschale. Boah, das war jetzt wahrscheinlich ziemlich laut für euch, ne? Sorry dafür. Geben wir sie nun ab mit den Schalen und mit dem Salz. Und dann erhalten wir ein Item. Ich weiß selber nicht mehr, welches Item wir dafür bekommen. Alter, scheiß Obstfliegen? Die taumeln hier in meinem Zimmer. Ja. Naja, wir müssen ja da runter surfen, stimmt. Der Sommer ist eigentlich schön. Aber was scheiße an dem Sommer ist, die Insekten, ne? Habe ich euch schon mal erzählt, wie mich die Insekten auf den Sack gehen? Ach, da kriegt man Sägesang. Hat man Hammer zwar schon eins, aber was soll's? Sägesang. Okay. Ja, und das war's mit den Küstenhöhlen. Ich schaue jetzt nach, ob die Beeren gewachsen sind, ein Stückchen. Bis gleich. Ciao.